Auf 4000 Meter herrschen ganz unterschiedliche Bedingungen. Zum Beispiel Temperaturen von minus 30 bis plus 10 Grad. Windgeschwindigkeit bis zu 250 Stundenkilometer. Wir sind hier auf 3883 Meter, wo wir ein Restaurant gebaut haben, im Energie-P-Standard, mit einer Solaranlage, die uns erneuerbare Energie liefert. Im Vergleich bringt die Solaranlage so viel Energie, dass man mit dem 8 Einfamilienhäuser betreiben könnte. Das ist ein Pionierprojekt, weil man auf der Höhe noch keine Solaranlage gebaut hat. Die extremen Bedingungen haben einen Einfluss auf den Bau natürlich. Die Arbeit auf 4000 Höhenmeter ist viel komplizierter. Die BKW hat sich seit Jahren in vielen Solarprojekten beteiligt. Klimatron ist schlussendlich auch ein Standort, der nicht alltäglich ist, wo wir auch daran interessiert waren, da mitzumachen. In der Zwischenzeit, also ca. jetzt nach 10 Jahren, haben wir Probleme bekommen mit der Solaranlage. Durch die hohe Sonnenstrahlung haben die Solarmodule auch viel mehr Strom produziert als im Mittelland. Durch den hohen Strom sind gewisse Komponenten innerhalb der Solarmodule verschmolzen. Und das hat dazu geführt, dass das ganze Solarmodul nicht mehr produziert hat. Damals haben wir alle Module zusammengehängt. Das hat dazu geführt, dass wenn ein Modul kaputt gegangen ist, die ganze Anlage weniger produziert hat. Wir haben jetzt die Anlage modular aufgebaut. Wir haben draussen 5 Reihen von Solarmodulen und jede Reihe ist eine einzelne Anlage, die unabhängig von den anderen funktioniert. Die Strombegrenzung, die wir hier umgesetzt haben, ist etwas, das wir auf keine andere Anlage finden. Und das ist etwas, das Kreativität verlangt hat und das auf dieser Anlage sehr spannend war. Ich wünsche mir für die Zukunft, für das Matterhorn Glacier Paradise, viele Sonnentage, damit wir die Anlage natürlich voll nutzen können und viele zufriedene Gäste hier begrüßen können.